Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute natürlich wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf, denn heute wird was Krasses reinkommen. So ein Paket, was wirklich, ich denke mal, einige freuen wird, weil Fortnite hier auf jeden Fall eine Zusammenarbeit mit einem berühmten Spiel gemacht hat. Werdet ihr gleich auf jeden Fall sehen. Ich bin gespannt, ob es reinkommt. 3, 2, 1 und das Paket müsste eigentlich da sein. Okay, also hier schon mal interessante Sachen und hier oben... Da sehen wir es auch schon, ein krasses Paket und ich kann direkt mal sagen, für die Leute, die es nicht wissen, das sind halt hier so gesehen ja Charaktere, Figuren aus einem anderen Spiel, aus ja, der Videospielreihe Street Fighter und hier gibt es einmal Ryu und Chun-Li im Paket auch mit mehreren Sachen und das sieht schon mal heftig aus. Das Paket kostet hier 2200, ist ein angenehmer Preis. Ich würde sagen, da fangen wir auch direkt mal mit an. Lasst davor natürlich gerne ein Abo hier, um nichts mehr zu verpassen. So. Hier ist jetzt einmal der Skin und der hat sogar schon direkt den zweiten Ziel, habe ich gesehen. Mega heftig. Wie gesagt, hier Teil des Street Fighter Sets. Wie gesagt, ist halt so eine Videospielreihe. Dann gibt es einmal noch den Chun-Li Skin. Auch hier nochmal in einem zweiten Stil. Wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Dann gibt es hier einmal einen Rückenteil und hier noch ein zweites Rückenteil. Hier halt dieser Spielautomat mit Street Fighter 2 drauf. Muss ich sagen, ist einfach nur mega nice. Dann gibt es einmal hier noch einen Ladebildschirm. Okay, auch ultra nice. Auch hier ein bisschen Fortnite-Skins mit reingebracht. Sehr, sehr krass. Und da gibt es hier zwei Modes. Einmal hier. Oh. 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 Okay, heftig. Lightning Kick auch nochmal. Okay, was? Also die Modes sehen heftig aus. Die Modes gefallen mir mega gut. Also hier. Und das ist das zweite Mode. Heftig. Okay. Okay, also die Outfits haben dann hier diese Modes, glaube ich, schon direkt dabei. So sieht's aus. Schauen wir uns mal einzeln an. Hier, da ist der Skin, auch mit dem Emote hier. Okay, also diese Emotes gehören natürlich zu den Skins dazu. Und hier gibt es noch ein weiteres Paket mit zwei Hacken. Okay, einmal hier diese siebenfach Morgensternhacke. Und dann noch mit dem Schildschläger. Okay, mega nice. Und dann gibt es auch noch hier einen Gleiter. Heftig. Und dann kann man sich das Zeug hier noch einzeln holen. Okay, also ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Heute dann neu im Shop. Krasses Paket. Darunter gibt es einmal den Deadfire zurück. Der Skin ist auch noch ganz okay. Legen wir das Skin auch schon ein bisschen älter. Hat hier noch einen zweiten Stil. Ist nach einem Monat zurück. Passend hier auch mit seiner Dunkelsplitterhacke. Hier zeige ich mal direkt den Ton. Ist ganz entspannt. Dann gibt es einmal noch die Schlürfentine zurück. Warum auch immer. Einfach dieser Schlürfskin nochmal zurück. Auch passend hier noch mit dem Dr. Schlürfenstein und natürlich auch mit der tropfenden Axt. Auch nochmal alles nach einem Monat zurück und das sind schon hier die vorgestellten Gegenstände. An der Stelle gerne ganz kurz einmal unterstützen, einen Creator klicken und den Code DETOIN geben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann gehen wir schon zu den täglichen Sachen. Und hier vorne geht es einmal den Boxenstopp-Skin zurück. Auch nach einem knappen Monat. Die hat ja mittlerweile auch noch einen anderen Skin, der komplett gleich aussieht einfach. Nur mit einer anderen Farbe. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und ja, dieser alte Season 3 Skin ist dann auch nochmal zurück. Und ansonsten gibt es hier noch den Caster Skin. Einfach dieser Zauberer. Auch hier noch mit mehreren Stilen. Und ich muss sagen, dieser Feuerstil sieht wirklich am krassesten aus. Er hat auch hier einen Rückenteil noch dazu. Passend in allen Stilen. Auch dieser Skin ist nach einem Monat zurück. Und da gibt es passend dazu seine Hacke, und zwar die Zaubermachthacke. Auch natürlich hier noch im zweiten Stil. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum die nicht diese anderen Stile noch hat. Das würde natürlich sehr, sehr gut passen. Naja, auch die ist nochmal zurück nach knapp 2 Wochen. Dann gibt es einmal Electro Swing. Auch schon sehr, sehr altes Emote. Season 6. Krass alt. Auch nach einem Monat zurück. Und dann gibt es den Deckeltritt hier. Der war erst vor knapp einer Woche, glaube ich, drin. Der fällt hier ein paar Mal hin. Mal schafft das und zack, er hat es geschafft. Sieht auch ganz lustig aus, kostet nur 200. Und an letzter Stelle gibt es riesiges Popcorn, halt von gestern nochmal. Hier, der gönnt sich Popcorn für 200, ganz entspannt. Und ansonsten immer noch das Flash-Paket hier. Und das war's mit dem Shop.